für dich und mich will heute Nacht bis ans Limit gehen und über alle Grenzen sehen. Baby, du bist die, von der ich immer geträumt habe. Deine Lippen schmecken wie Eis an einem hitzigen Sonntag. So, hallo, willkommen bei Chris Talks. Ja, das ist die zweite Ausgabe. Heute zu Gast Florian Bunke. So, das ist doch gesprochen, ja, oder? Ich habe immer Probleme mit Namen, das ist mal sehr schwierig. Nö, ohne die Pause zwischen Florian Bunke, so, aber passt. Florian Bunke, es passt. Ja, passt. Du bist Songwriter, ne? So ist es. Songwriter, okay. So ist es. Ja, du kommst aus Kiel. Ja. Okay. Du hast heute eine lange Anreise gehabt nach Hamburg, eine Stunde, ne? Stunde. Wir sind gut durchgekommen, 50 Minuten. Und warst schon im Primark, ne? Früh auf den Primark gehen, ne? Ist schön. Ich wusste nicht, das Bild steht so... Gut, da gibt ja auch Leute, die gucken das jetzt, ne? Aber ich wusste nicht, dass Wilstedt so hübsch ist. Wilstedt ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Es sind nur schöne Menschen. Also habe ich gesehen. Schöne, also die ganzen Menschen waren ja auch im Primark drin. Ja, ich bin auch erst vor einem Jahr hergezogen. Ach, wo warst du vor? Ich komme aus dem Harz ursprünglich. Das ist noch schön. Das ist nicht, also ist Ostdeutschland, ne? Also hat sich ja hier nicht so viel verändert. Es hat, der Unterschied ist jetzt nicht zu erkennen, sage ich jetzt mal. Ne? So, magst du was? Guck mal, ich habe einen kleinen Snack vorbereitet. Es gibt, das sieht man jetzt auf der Kamera nicht. Es gibt ein Getränk. Wir können ja hier kennen. Also hier, große Auswahl. Nette Fruchtbonbons. Aber mehr kriegt man ja auch nicht in Bullshit. Ach, nö. Was mich, ich möchte noch kurz sagen, das hat mich, dieses Parkhaus, eine Stunde 40 Cent. Das ist billig. Ja, muss ich das ja den Bewohnern haben. Das sind Ostpreise. Das sind wirklich Ostpreise. Bei uns kannst du für den ganzen Tag für 4 Euro parken. Ja, bei uns aber auch. Ja? 1-1. Ist auch läuft. Wieder, ja, ist sehr gut. Na, wir haben nur ein Parkhaus. Mach's dir gemütlich. Das Witzige ist, das ist in dieser Sendung, die ist, wie gesagt, zweite Ausgabe, ohne Struktur, ohne Interviewfragen, ohne ganz. Ich habe mich nicht vorbereitet, ich bereite mich nie auf sowas vor, auch generell keine Interviews. Wir können einfach mal so quatschen. Also du bist Songwriter. Ja. Für wen hast du denn schon was geschrieben? Für die Wollnies. Kennst du die Wollnies? Ja. Für die Wollnies habe ich den offiziellen Hochzeitssong geschrieben. Das war so gut, dass die sich dann auch, glaube ich, ein halbes Jahr später wieder getrennt haben. Ja. So, ich weiß nicht, ob es an meinem Song lag oder einfach, weil der beschissen hat, so. Und ja, dann gibt es auf jeden Fall noch CJ Taylor, so von Rapsoul. Kennst du, Rapsoul sagt dich ja auch. Rapsoul, sag mir was, ich habe die, früher waren die mal groß, ne? Früher waren die mal groß, ja. 2005 bis 2011. Okay, das ist ja doch ganz schön. Die glaube ich, weiß ich nicht. Ich sag jetzt so, glaube ich 2005, glaube ich, oder sowas, waren die groß so. Und weil ich habe die 2011 noch bei der Kometverleihung gesehen und dachte ich so, boah, krass, das sind so. Aber ja, und dann haben die sich aber getrennt. Ne? Okay. Ich war so der harte Fan. Die kommen jetzt wieder, ne? Die sind wieder, ja, ja. Das Witzige ist, wir haben ja ein Vorgespräch geführt. So ist es. Und du hast gesagt, du schreibst jetzt ein Album für die mit? Ja. Also es ist so, dass man gefragt hat, ob ich Lust hätte, am Album mitzuschreiben. So. Und ich habe gesagt, klar. Also weil es auch für mich so letztendlich eine Ehre ist, wenn ich immer Fan dafür war so, und dann auf einmal gesagt habe, komm, wir machen das jetzt. Ja, die sind fleißig jetzt noch am Schreiben. Ich fliege jetzt Ende Januar fliege ich jetzt runter nach Frankfurt, so, um dann auch mit CJ Taylor halt wieder zu arbeiten. So. Und dann ergibt sich bestimmt auch der ein oder andere Treff mit den netten Herren von Raps und so. Ne? Und dann machen wir da was Schönes zusammen. Ja. Witzigerweise sieht man jetzt hinter der Kamera nicht, aber wir haben Publikum. Ich komme mal nicht alleine. Ich bin ja mit netten Menschen hier. Ja. So. Guck mal, ich verteile, weil die sehen so arm aus. Guck mal, ich verteile mal. Ich mache mir so eine Selfie-Cam an. Bonbon. Mittlerweile hat ja einfach. Bonbon. Ach, guck mal, er guckt ganz viel hoch. Das schneiden wir einfach zwischen. So, guck mal, hier sind wir in diese Flori, so. Oh, ich nenne dich einfach mal Flori, ne? Ja, mit dem Mikrofon. Ja, und da ist das Publikum. Guck mal, die sitzen da. Guck mal, die freuen sich. Guck mal, schön. So, hier gibt's auch hier. Toll. Guck mal, wir haben alles da. Guck mal, diese ganze schön. Chips, Zeugs, Lumpe und so. Das läuft hier richtig. Das läuft. So ist es. Du hast einen Song geschrieben. Ja. Wie hieß der nochmal? Mit jedem Herzschlag. Mit dem Herzschlag. Wie hieß der denn? Gab's nicht noch Eisberge? Achso, Eisberge auch. Eisberge, ja. Gab's Eisberge auch. Welcher ist der neue? Eisberge. Eisberge ist der neue. Welcher war erfolgreicher? Eisberge. Also Eisberge hatte was so Klicks und sowas angeht, den größeren Hype, sag ich mal so. Achso, bist du dann aber jetzt auf Spotify oder auf Amazon Music oder wie? Ich bin auf Amazon Music, aber nur mit dem Herzschlag, also quasi mit dem Spendensong. Ja. So bin ich nur da drinne. Und ansonsten habe ich nichts. Weil ich musste halt echt alles runternehmen. So, ich hatte viel hochgeloren. Aber ich musste alles runternehmen, weil die gesagt haben, oh, wir müssen das verkaufen. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, runter. Und aber du bist schon mal in der richtigen Plattenfirma jetzt drin mit deiner Musik? Ja.
Und arbeitest quasi auch daran, dass du jetzt solo auch als Sänger durchstarten könntest. Also dieses Jahr ist, die haben mir das Go gegeben, ich darf alles erzählen. Ach, sehr gut. Also dieses Jahr ist es so, dass ich nicht nur meine eigene Single quasi rausbringen soll, sondern auch die an einem Album arbeiten wollen. So, das heißt, ich bringe eine Single raus, irgendwie März, April oder sowas und halt auch wirklich ein Album. Okay. Aber welche Richtung wird das dann gehen? So? Ja, so ein bisschen so Pop, so Pop. Deutscher Pop. Deutscher Pop. So, ne? Ja. Letztendlich... Hier, guck mal, da kommt ein Auto. Vielleicht ist es deins, mit dem heute geht es an, weiß ich nicht. Was habt ihr von Autos? Welche Autos denn hier? Was habt ihr so? Okay. Ist der Porsche jetzt da draußen weg? Der Porsche ist meiner dann, ist weg jetzt, ja. Mal um Grundlage zu schaffen, wie ist das eigentlich? Wie kommt man denn dazu, überhaupt zu sagen, jo, ich schreibe jetzt Songtext? Ich meine, man sitzt irgendwo rum und sagt sich so, ja, wann hast du das entdeckt, wo du sagst, na, ich hab mit 10 bzw. mit 11 angefangen, Musik zu machen. So, ich habe Schlagzeug gespielt und fand das dann ziemlich langweilig, weil du halt wirklich als Schlagzeuger ja den ganzen Tag entweder nur irgendwas nachspielst, so, dann ja. passiert ja nichts. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, das ist langweilig. Dann habe ich angefangen, so Keyboard zu machen in Verbindung mit Klavier und so. Und da ist dann so die ersten Melodien, die man dann so selbstständig irgendwie erarbeitet hat. Und dann am Ende des Tages ist dann vielleicht immer ein Text rausgekommen. Das war dann auch immer so Hausmaus Klaus. Das war dann immer so irgendwie, oh, das hört sich so geil an, das muss man jetzt machen. Und am Ende des Tages war dann das nicht so super. Aber da fing das so an. Also ich habe dann auch schnell gelernt, auch dass es mir Spaß bringt so. Und habe dann weitergemacht. So, ne? Und dann, also seit 12, 13 schreibe ich jetzt wirklich eigene Songtexte. So. Hast du die Texte dann irgendwo hingeschickt? Oder also wie kann man sich das vorstellen? Du weißt, du bist jetzt in Plattenläden. Ja. Irgendwie so. Wie kommt man denn da rein? Ich habe bei YouTube, nee Quatsch, bei, wie heißt es, MySpace, hieß das? MySpace? Ja, das war so 2008. So. Stimmt, ja. 2008, ja. So MySpace habe ich so Songs hochgeladen, beziehungsweise auch nur so Beats hochgeladen. So. Und da ist dann ein schwedisches Plattenlabel auf mich aufmerksam geworden. So. Und die fanden mich dann ganz toll. Mit denen habe ich dann auch eine Zeit lang zusammen gearbeitet, aber ich wollte halt eher in Deutschland bleiben. Und habe dann gesagt, ich möchte es nicht mehr. Dann haben die sich aber auch irgendwie aufgelöst. Und der ist heute, ich weiß nicht, ob du den kennst, XOV. Also der, das ist mit, der ist auch in Gold gegangen in Deutschland. Und mit Lucifer. So. Ja, doch, den kenne ich noch. Ja, so, ja. Das war noch bei meiner Radiozeit. Ah, ja. Radio war es auch, ja. Ja, siehst du mal. Ja, der ist aus Schweden halt so und das ist halt der, so, ne? Mit dem haben wir immer noch Kontakt so und dem geht's gut, der lebt, der macht sein zweites Album. So und ja. So ist es, ne? Und so schnell geht das. So schnell kann es gehen, ja. Aber kannst du davon schon leben oder ist noch. Es funktioniert gut. Funktioniert also gut. Ja. Also wenn man, ich sag mal so, also das sag ich jedem immer, wenn man das gut macht, was man so macht, dann funktioniert es schon so. Ne? Also es ist natürlich so, dass ich auch die Möglichkeit hätte, jetzt wirklich voll darin einzusteigen, so, aber gewisse Umstände natürlich einfach auch, also dass das Label vielleicht noch nicht so krass etabliert ist oder so viel steht und ich habe keine Lust, alle Zelte abzubrechen, da hinzugehen, dann hänge ich in 3 Monaten ohne alles da. Ja. So. Und deswegen lasse ich lieber die Leute noch ein bisschen werkeln, ein bisschen arbeiten, bis das wirklich läuft und dann hau ich ab so, und mach dann wirklich mit denen. Und vielleicht dann mit dem Album. So ist der Single, vielleicht bist du ja der so Ende des Jahres. So ist es. Schon in den Charts. Habe ich alles also tapeziert mit Gold. Mit Gold und all. Also das geht aber, das geht schnell, das kann wirklich schnell gehen. Da kannst du sagen, wenn du jetzt sagst, okay, nimm das auf, das kann ja manchmal ruckzuck nach oben schießen. Schlimm, ne? Allein auch durch YouTube jetzt zum Beispiel. Du musst einfach nur was hochladen und natürlich die Leute geil. Ja, ja, genau. Du bist entdeckt, zack, hast du irgendwo eine Reichweite. Das stimmt. Aber du, wenn du Songs schreibst und wenn du Musik magst, dann kennst du dich auch mit Songs aus. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem wunderbaren Spiel. Und zwar, es gibt bei Zirkus Halligalli gab es diesen Idiomat 3000. Oder 300, irgendwie so. Das ist ein Stimmenverzerrer. Man setzt sich quasi den Kopfhörer auf und hört seine Stimme immer im Nachhall. Ich suche uns ein paar Songtexte raus. Mhm. Oder du suchst den Songtext raus. Mhm. Und ich suche mir einen raus. Wir dürfen den aber gegenseitig nicht sehen, diesen Songtext. Mhm. Und wir werden die Zeilen von diesem Songtext vorlesen quasi, aber mit diesem Idiomat 3000. Und dann müssen wir erkennen, welcher Song das ist. Ja. Es sind natürlich bekannte Songs. Dann nennen wir das Spiel Musikquiz. Oh, ich liebe das. Das ist ein sehr einfallsreicher Name. So, ich habe die App hier drauf. Damit werden Stimmen verzerrt. Irgendein Song. Ich mach also egal, ne? Genau, ich mache dir Google an. Ich mache jetzt einfach, ne? Okay. Da. Alles steht auf Herzenszeit. Ich bin dazu bereit. Mann, ich bin dazu bereit und die Sterne stehen gut für dich und mich. Will heute Nacht bis ans Limit gehen und über alle Grenzen sehen.
Ja, wenn ich jetzt weitermache, dann ist egal. Ach, hier ist das Spiel nur wieder. Gratis-Version. So. Also will heute Nacht bis ans Limit gehen und über alle Grenzen sehen. Wolke 7 ist noch frei. Nur ein Schlafsack mit dabei. Wir sind jung, verrückt und frei. Wolke 7 ist noch frei. Ja, der Song heißt Wolke 7, aber ich weiß nicht von wem. Wer singt das denn? Ja, rat doch mal. Vanessa Mai. So ist es. Wirklich jetzt? Ja. Nein, ja. Ja, ich lasse das mal. Lass das mal gehen. Ah, okay. Ja, guck mal, ja. Hallo, weil ich so diese lange Stimmung hier. Okay, dann suche ich mal einen raus und dann. So. Okay, oh, das ist aber echt anstrengend, meine Güte. Okay. Überlebung. Dann geht's los. Mhm. Baby, du bist die, von der ich immer geträumt habe. Deine Lippen schmecken wie Eis an einem hitzigen Sonntag. Hör gut zu, weil ich sage, die Welt für mich bist. Wenn ich nicht mehr hier bist, erhält mich hier nichts. Es war lieber auf dem ersten. Warst du, darf ich kurz, ja, mach weiter? Nee, fertig. Warst du Teil dieser Band eigentlich? Weil du hast es so gemacht wie die das. Wo bist du mein Sohn? Das ist der Karten, ja, sehr gut. Aber weißt du, so haben die das früher aufgenommen im Studio. Die hatten keine bessere Technik. Ja, auch Kackfrisuren, Kack-Equipment, der Song war kacke. Ja. So, da war ja alles, also war ja krass. Wollen wir noch ein Stechen machen oder wollen wir aufhören? Nee, wollen wir noch ein Stechen? Wir machen noch, guck mal hier. Aber wir suchen Crowd ist noch ein bisschen. Die Crowd will. Okay, dann machen wir doch, dann such dir einen Song aus. Hier. Entweder du, André, komm, André. Oh. Guck mal, wenn du voll bist, singst du auch ganz toll. André gibt alles jetzt. André! Komm mal her, André! Komm mal her, weil du warst. Komm, André, komm mal in die Mitte hier. Du warst Michaela noch nie so nah. Ja, guck mal, du bist jetzt ganz nah an Michaela Schiff. Hey, du bist der André. Ja, ich bin grüß dich, guck mal, das ist der André. Der André hat der kein Facebook, kein YouTube und kein Sound. Oder was machst du so, André? Ich bin nur Kfz. Ich mach gar nichts. Ja, geil, André. Dann such dir mal einen Song für uns aus. Wir gucken weg. Das sind die Kopfhörer. Da musst du drücken, wenn du singst. Ja. Ich muss mir das mal kurz mal anhören. Ja, mach das mal. Ich drücke mal für dich hier auf Start. Ja, Jamming, ja? Auf Start. Jetzt kannst du mit uns ganz normal erzählen. Ja. Sag was. Das ist halt André ist sichtlich aufgeregt. Ich bin völlig aufgeregt. Guck mal, ich schenk dir mal ein Ei. Ist es kein Wasser, wenn du willst? Ich würde falsch machen. Das ist falsch. Guck mal. Aber es ist schlimm. André, fang mal an. Gib alles. Belauschen deiner lieblichen Stimme. So, ich muss mal gucken hier. Du warst nicht allein, über der Stadt lag Rauch und es roch nach Aufbruch und dieses Kribbeln in deinem Bauch. Kein Gelaber zu einem Tropfen Wein, das war der allerletzte Tropfen auf dem heißen Stein. In einer Welt, in der die Ringe regieren, musst du besser als die Dinge agieren. Nun kannst du endlich wieder atmen, du hast zurück, was sie dir einmal nahmen. Atmen? Dein Lieblingsspruch. Herr mit dem schönen Leben bleibt nicht länger eine Phrase. Hier wird schon genickt, ne? Hier wird nichts genickt. Dann hast du jetzt schon. Du hast. Wie hieß das Song? Atmen. Ja. Du hast ja schon Atmen gesagt. Guck mal. Ja, Florian, wir müssen da. Schwarz. Nee, schwarz-weiß? Nee, wie heißt denn? Neon-Schwarz. Neon-Schwarz. Ja, komm, da hat Florian gewonnen. Der Gast hat gewonnen. So. Ich komme wieder auf die Besucher gerade. Ja. Die Besucher sind so bitte. Tschüss. Wir sind ja schon fast durch. Wir sind mit der Welt auch. Fertig. Wir sind ja schon so gut wie fertig jetzt. Ja, dann hast du jetzt quasi gewonnen, das Songquiz. Vielen Dank. Nee, das Musikquiz. So haben wir es ja. Ist scheißegal. Ja, und das war's von Florian Bunke, der Songwriter aus Kiel. Ne? Das war das kurze Interview bei Chris Talks. Das war die zweite Ausgabe. Ihr könnt ihn auf Facebook finden, auf YouTube, überall in den sozialen Medien. Snapchat, Instagram, überall. Bei Snapchat verschickt ihr auch gerne mal ein Dickpick. Wenn ihr nett seid. Wenn ihr nett seid, kriegt ihr auch ein Dickpick. Mit einer Note drauf. So, und ihr könnt hier abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben geben bitte und schreibt was in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, wir sehen uns zur dritten Ausgabe. Wer dazu Gast ist, noch keine Ahnung, aber ich freue mich auf euch. Ne? So, bis dahin, macht's gut. Hier sind noch ein paar Videos irgendwie drumrum. Tschüss. Tschüss.